Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir die andere Quest jetzt anfangen, weil irgendwie nichts mehr kam von der Quest, die wir jetzt eigentlich verfolgt hatten, beziehungsweise die abgeschlossen war mit einem sehr seltsamen Ende irgendwie. Und dann würde ich sagen, dass wir hier mal eben rüberreiten. Diejenigen, die sich gemeldet haben bezüglich meiner Frage, haben ja gesagt, dass ich das gerne aufnehmen kann, wenn ich rüberreite. Deswegen schneide ich das mal hier nicht raus. Allerdings auch nur, weil es jetzt nicht so weit ist. Ich dachte gerade schon. Lalalala, durch euch möchte ich nicht durch. Wieso kann ich hier nicht durch? Was ist das denn schon wieder für ein Mist hier? Genau, geh mal gucken. Aber stell den nicht wieder zurück. Entschuldigung. Moment. Da oben ist ein Kraut. Das hätte ich gerne. Natürlich ist da noch ein Amulett, aber das schnappen wir uns dann auch noch. Da ist nichts mehr. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie weit das jetzt tatsächlich ist. Bis zum Punkt ist es anscheinend nicht so weit, aber ich komme doch jetzt. Ich habe mein Ziel erreicht und schon habe ich wieder ein neues Ziel. Finde ich gut. Mehr oder weniger. Was war denn das? Was war denn das für ein Viech? Was für ein abscheulicher Ort, um nach Wissen zu suchen. Er muss wohl gedacht haben, er hätte keine andere Wahl. Das haben wir auch nicht. Konntet ihr Timur finden? Endlich ein weiteres Paar Augen. Die Suche nach Timur verlief bisher erfolglos. Ja, aber wir müssen irgendwie weiter in das Gebiet rein. Ich mach mal so mitten rein. Achso, das Gold habe ich mitgenommen. Okay. Ihr könnt mich doch mal... Will nicht Meint kämpfen. Ihr, Elias kannte Thaisa, bevor sie seinen Palast aufsuchte? Ich weiß es nicht, Nere. Was wisst ihr? Vieles, das ich lieber nicht wüsste. Dann erinnert ihr euch schnell daran. Och, jetzt sind wir hier schon wieder komplett raus. Ja, bloß nicht einfach weiterlaufen, sondern überall hängen bleiben, genau. Das ist ja schon fast wie ein Tee, so wenn man zu Fuß geht. Was ist denn hier mit? Hier ist so ein komischer... Timurs Hütte. Na? Achso, kann ich nicht mit dem Pferd. Okay. Hi! Ich kann nicht Nur mit dir reden. Zwei Arten von Menschen suchen nach der alten Timur. Jene, die vor Ärger flüchten, und jene, die direkt darauf zulaufen. Zu welcher Art gehört ihr wohl? Na, rat mal. Wir jagen einen Mann namens Elias. Nie von ihm gehört. Wir glauben, dass Elias einen Pakt mit dem Sumpf geschlossen hat, um unsterblich zu werden. Thaisa meinte, ihr könntet helfen. Thaisa? Nur sie ist kaltherzig genug, um ein Kind hier draußen in den Tod zu schicken. Wir haben nicht vor, zu sterben. Einer von euch wird das aber. So endet es immer. Geht dorthin zurück, woher ihr gekommen seid. Ich will nicht, dass das Blut eines Kindes an meinen Händen klebt. Ich habe gesehen, wie Lilith von meiner Mutter Besitz ergriff. Der Wahnsinn brachte sie um. Ich bin kein Kind mehr. Dann soll es so sein.
Wenn dieser Elias einen Pakt geschlossen hat, dann mit dem flüsternden Baum. Es gibt viele Wege dorthin, aber der nächste ist in Ingovani. Ein heiliges Räucherwerk wird in dem Tempel dort aufbewahrt. Besorgt es, dann tretet ihr den Pfad zum Baum an. Geht nach Ingovani. Meirel und ich finden heraus, ob wir mehr Informationen aus Timwe herausholen können. Kommt mir das eigentlich nur so vor oder bin ich irgendwie viel größer als die anderen? Also irgendwie, wenn ich jetzt hier gerade so stehe, sonst ist mir das noch nie so aufgefallen. Donans Ritual ist gescheitert. Der Seelenstein wurde beschädigt, doch er konnte ihn reparieren. Ich habe nie an seiner Beherrschung des Steins gezweifelt. Aber ich bin besorgt um seinen Geisteszustand. Wenn er sich wieder an das Ritual wagt, wird er Hilfe brauchen. Tyser sagte, ihr wärt mit dem Sumpf einen Handel für ein langes Leben eingegangen. Ja, ich wurde mit dem Gift des Sumpfes infiziert und schloss aus Angst einen Pakt mit dem Baum. Deshalb bringe ich ihm jetzt Wissen. Und im Austausch dafür hält er mich einen Schritt vom Grab entfernt. Ich wünschte, er würde mich gehen lassen. Aber ein solcher Pakt kann nicht gebrochen werden. Woher kennt Tyser euch? Sie war einmal wie ihr. Sie stand hier in meiner Hütte und bat mich, ihr den Weg zu weisen. Und ihr werdet sein wie sie. Ihr nehmt euch die Antworten, die ihr braucht, und blickt nie zurück. Was ist so wichtig an diesem Tempel? Der Sumpf hat sein Nest in den Wurzeln des flüsternden Baumes. Und so beginnt jeder Pfad. Der Tempel von Ingovani liegt auf einer Wurzel. Aber sie ist nicht mehr oder weniger wichtig als andere Wurzeln. Okay. Ich frage mich ja immer noch, ob es meinem kleinen süßen Wolf da hinten eigentlich noch gut geht oder ob der jetzt schon ins Koma gefallen ist. Doch, seine Öhrchen haben gerade noch geflackert. Ich habe es noch gesehen. So, findet die Stadt. Ja, ich mach da mal so mittig was rein. Oh, verwitterte Folianten. Achso, ich dachte, das können wir jetzt benutzen. Dann nicht. So, Moment, da ist aber noch was. Die nehmen wir noch eben mit. So. Blöde Mistviecher. Hier soll eine Stadt sein. Ich habe die falsche Taste gedrückt, deswegen kann ich auch nicht schneller reiten. Ey, wieso kann ich den schon... Ach, das ist immer nur kurzfristig, oder was? Ihr habt euer Ziel erreicht. Nee, da ist wieder so ein Kampfgedöns. Ach, wo soll denn jetzt hier schon wieder eine Stadt sein? Wollt ihr mich denn veräppeln? Ja, jetzt reisen wir schon wieder am Rand, wo wir garantiert wieder keine Stadt finden werden. Och Leute, es ist doch nicht euer Ernst. Ich will doch einfach nur die Stadt finden und nicht die ganze Zeit hier rumlaufen und vor euch abhauen. Oh nein. Lasst mich in Ruhe. Nein, ich will kein... Oder gehört das... Ach so, das gehört zur Quest. Blut ist der Schlüssel. Mein Pferd blutet, glaube ich, gerade. Oh, Leute, ganz ehrlich... Thank you.
Haben wir jetzt genug Blut, um das zu aktivieren, oder? Leute. Ja, mach weiter, 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 weiter. Oder ist das jetzt schon dran? Achso. Ich glaube, das ist schon dran. Hallo? Hallo? Du warst doch fertig, oder nicht? Ich brauche mehr Blut. Irgendwie befürchte ich gerade, es ist doch nicht die Quest, die wir gerade machen. Aber egal, wir sind jetzt fast durch. Ja, wir haben eine Truhe bekommen. Sehr schön. Bringt uns überhaupt nichts, aber wir haben eine Truhe bekommen. Erhaltet Obolusse, indem er... Ach, hier kriegt man diese Obolusse. Ah, okay. Ja, aber diese dämliche Stadt haben wir jetzt immer noch nicht gefunden. Und das regt mich ehrlich gesagt ziemlich auf. Ganz rechts können wir uns eigentlich auch nicht aufhalten. Also innen habe ich ja jetzt schon, soweit ich das mitbekommen habe, überall gesucht. Jetzt können wir eigentlich nur noch so im Außenbereich suchen. Aber da waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Das ist das, wo wir hergekommen sind, meine ich. Okay, da sind wir nicht hergekommen, aber... Findet die Stadt? Das kann doch nicht sein. Wie klein ist bitte schön so eine Stadt hier drin? So, da konnte ich wieder nicht durch, ne? Wie war das? Okay, hier ist es auch nicht. Jetzt wird er wieder umschwenken. Ja, bleib an jedem kleinen Steinchen hängen, damit ich bloß nicht weiterkomme. Wo ist diese blöde Stadt? Das Rumsuchen, ich habe es satt. Hier habe ich irgendwas Gelbes gefunden. Findet den Tempel. Der ist offenbar nicht hier. Das sieht aus wie ein Tempel, den gönne ich mir. Aber ich muss absteigen, sieht es aus wie. Auf der Tür ist eine Schlange abgebildet. Ihre Augen fehlen. Vielleicht wird der Weg frei, wenn sie zurückgebracht werden. Ach so, die Augen. Ich dachte, die blinde Schlange. Findet das linke Auge und das rechte Auge. Oh, aber wenigstens sind die eingezeichnet. Ich würde hier wahrscheinlich sonst wahnsinnig werden, ganz ehrlich. Diese Banditen können es nicht lassen. Solange ich zurückdenken kann, haben wir friedlich in diesen Sümpfen gelebt. Aber jetzt hat Gewalt sein Herz verderbt. Und das bedeutet, dass unser Gott ausgeraubt wird. Sie glauben uns nicht, wenn wir sagen, dass der Sumpf immer, immer einen Preis fordert. Ja. Auf solche Warnungen sollte man lieber hören. So, Frage ist jetzt, wir müssen ein Auge finden. Das ist nicht das Auge.
Das Auge kann jetzt einfach irgendwo hier rumliegen, oder wie sehe ich das jetzt hier? Nee, warte mal. Das sieht mir hier so prädestiniert aus. Aber offenbar ist da doch kein Auge drin. Hä? Doch, setz das rechte Auge ein. Hä? Ja gut. Anscheinend war es doch an diesen Schreien. Oh nein! Oh nein, genau. Jetzt muss ich durch diesen Mist ja auch noch durch. Nee, ich will so einen Kram gar nicht machen. Ich will hier die Hauptstory machen. Jungs, lasst mich dann damit in Ruhe. So. Hier ist irgendwo das Ziel. Ich denke, das wird dann auch wieder so ein Tempel sein. Also so ein Ding, wo man hochhalten muss. Tötet die Schlangen. Welche Schlangen? Moment, sind wir jetzt noch bei der richtigen Quest? Ja, tötet die Schlangen. Die hier unten oder was? Waren das Schlangen? Hallo, hier runter. Was ist euch zugestoßen? Narren von Dorfbewohnern haben nicht auf uns gehört, als wir die Edelsteine zum Öffnen des Tempels forderten. Der Tod hat sie ereilt. So läuft das. Aber ich höre sie immer noch. Ihre Warnungen. Vier von uns sind jetzt tot. Und ich werde bald folgen. Ja, das bringt uns nicht viel. Oh, Moment. Doch, er hat ein Auge. Sehr schön. Bleib mal stehen, weil wir müssen darum. Ah, ist noch ein Kraut. Kraut. Blume, was auch immer. Ich denke mal Kraut. So. Wie ist der denn jetzt hier gerade rumgehüpft? Hallo? Die sah irgendwie genauso zombie-mäßig aus wie hier unsere gute, wie heißt sie nochmal? Mit T? Tessa? Ja, Tessa hieß sie, ne? Andersrum, andersrum. So. Sieht schon cool aus. Jetzt ist nur die Frage, wie lange dauert jetzt der Teil danach? Weil wir nämlich jetzt schon 20 Minuten aufgenommen haben und ich denke eher, durchsucht das Schlangendüster, dass das hier noch eine Weile dauern wird. So, dann schauen wir mal. Behälter können wir noch einsammeln bzw. kaputt machen hier. Ah, ein bisschen Gold ist drin, sehr schön. Können wir doch immer gut gebrauchen. Da oben auch noch was? Nö. Dann gehen wir mal hier durch. Ja, mein lieber Golem, ich weiß, du musst dich hier ganz schön durchquetschen. Okay, die können wir gar nicht kaputt machen. Können wir nichts mehr machen? Dann gehen wir runter. So. Da unten kommen wir, glaube ich, nicht rum. Ich bin mir aber nicht sicher. Normalerweise würde ich sagen, folgen wir den Schlangen. Habe ich den Dolch jetzt? Ja. Haben wir irgendwo eine Kiste oder sowas? Nein. Dann geht's mal hier weiter.
und nach unten. So. Ganz Seitengang, bis mich hier aufhalten zu lassen. Da geht's eh nicht weiter. Das war jetzt doof. Wollte ich gar nicht. Ja, genau. Sonst geht es aber noch. Ich wollte gerade den Angriff machen hier, wo ich unverwundbar... Also, was heißt Angriff? Wo ich unverwundbar werde. Und genau in dem Moment ist diese blöde Kuh... Keine Ahnung, was... Ja, genau, den meinte ich. Aber den wollte ich jetzt eigentlich nicht drücken. Ich wollte meine Jungs eigentlich wiederholen. So, ich dachte, die wollten mich angreifen. Aber das war anscheinend nicht so. Alle paar Jahre nehmen wir Wanderer auf, die sich unserer Siedlung anschließen wollen. Und alle paar Jahre muss ich das Gesetz des Sumpfes predigen. Alles im Sumpf muss man sich verdienen. Nichts gibt es umsonst. Nichts wird geschenkt. Und unserem Gott zahlen wir den ultimativen Zehnten. Den Zehnten? Warum nicht den Elften? Egal, scheinen mir wieder ziemlich viele Spinnen zu werden. Obwohl es eben ja noch Schlangen waren, was mich irritiert. Aber wir scheinen hier richtig zu sein, weil es hier weitergeht. Ich denke, dass wir hier richtig sind. Jetzt weiß ich nur nicht, hoch oder runter. Ich wollte gerade sagen, was war das denn gerade? Hallo? Okay, die Viecher explodieren. Das ist aber auch blöd. Man zielt, also ich ziele die ganze Zeit nach links und die schießt die ganze Zeit nach rechts. Oh, da oben ist. Abgenutzte Hose. Naja gut, wenn die verdaut ist, dann ist sie wahrscheinlich stark abgenutzt. Wir sind hier nicht mehr vollständig, kann das sein? Wo sind die denn alle hin, Jungs? Nicht schlapp machen hier. Nach oben oder nach rechts? Ich denke mal, dass es nach oben geht. Ja, bloß nicht ausweichen. Drückt die ganze Zeit auf Ausweichen, nichts passiert. Okay. Ist das zufällig mein Bossgegner? Wenn ja, will ich gar nicht mehr hin. Wow, 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 was bist du denn? Ja.
macht sie fertig. Ich sag, die Jungs macht sie fertig und nicht andersrum. Sind schon extremst heftig. Ich dachte, da kommt jetzt noch so ein Viech. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie die Schlange dann ist. Der Wille unseres Gottes hat unser Dorf so lange geschützt. Wir sehen sie nicht, obwohl sich ihre Kinder im Sumpf vermehren, uns umzingeln, sich an uns laben, wenn es ihnen passt. Okay. Meint ihr jetzt diese Schlangenviecher? Oh. Ja, ihr wisst, was das heißt, ne? Hier ist wieder so ein Heilpunkt. Ich krieg jetzt schon die Krise. Dann gehen wir mal rein. Man hier noch irgendwas kaputt machen vielleicht? Nein, dann... Das muss es sein. Oh, nee. Hallo, lass mich doch mal bewegen. Nein. Wieso nimmt die so gar keinen Schaden? Ja, genau das. Dann nicht doch hier noch eine Stunde. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Mitten im Kampf jedes Mal dieses dumme Rumgestanne. Ich brauche mehr Zeit. Nein, ich habe keine Zeit. Mehr Zeit. Ich habe aber keine Zeit.
Jetzt mach den Boss doch mal kaputt. Ja, das Ausweichen ist so ätzend, ne? Was das? Oh Gott. Also, brauchen wir nicht mehr. Ah, mystisches Räucherwerk. Und nu? Oh, nu geht hier alles kaputt. Na komm. Ich habe wohl, was wir brauchen. Gut, ihr habt das Räucherwerk gefunden. Ich bewahre es für uns auf. Während ihr fort wart, hat sich Timur mit uns angefreundet. Also, zumindest mit Lorat. Er hat wohl ein Händchen für alte Frauen. Nerel. Sie sagt, dass dort ein Altar steht. Dafür ist das Räucherwerk bestimmt. Er ist nicht weit von hier. Ja, das ist doch schön. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Holt Lorat und Nerel ein. Die sind hier oben. Dann würde ich sagen, ich gehe mal eben nach hier oben, damit ich jetzt hier nichts trigger. Dann würde ich sagen, dass ich diesen Teil doch noch an den vorigen Teil dran mache. Dann wird zwar die Folge etwas länger, aber das ist dann eigentlich ein ganz guter Cut, finde ich. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir hier jetzt aber endgültig mal einen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.